Moin Moin zusammen, in diesem Video gebe ich dir eine knackige Übersicht über alle Themen, die du in der 9. Klasse in dem Fach BWR lernst. Doch zuallererst, ich habe natürlich eine vollständige Playlist in chronologischer Reihenfolge, wie du es dann in der Schule lernst, mit Erklärvideos und Übungsaufgaben schon vollständig erstellt und die findest du unten in der Videobeschreibung. Klick die einfach mal durch und wenn du die durch bist, dann bist du ready für die 10. Klasse. Nun kommen wir aber zu den Themeninhalten, was du in der 9. Klasse alles Schönes lernst. Zuallererst starten wir ganz klassisch rein. Wir wiederholen die 7., aber auch die 8. Klasse. Weil von den beiden Klassen musst du noch die Grundlagen der Buchführung, ja, die muss jetzt perfekt sitzen. Geschäftsfälle, Buchungssätze, T-Konten, das geht jetzt rauf und runter. Und das muss definitiv perfekt sitzen. Auch so Grundsachen wie Rechnen, Prozentrechnen, Dreisatz, das muss sitzen. Und wenn das alles wieder dann aufgefrischt ist, starten wir los mit der Unternehmensführung und Einkommen des Unternehmers. Also wir lernen alles rund ums, ja, wie kann ich denn ein Unternehmen führen? Was für Aufgaben habe ich dabei? Wie kann ich zum Beispiel ein Unternehmen, deren Aufbau organisieren? Und zum Beispiel, wie kümmere ich mich um deine Personalführung? Also Angestellte, Lohn, Gehälter, was habe ich dabei zu beachten? Und wie buche ich das am besten? Dann auch der Unternehmerlohn an sich. Ja klar, wenn ich selbstständig bin, brauche ich ja auch einen gewissen Lohn. Und wie buche ich das Ganze? Und was hat das Ganze mit der Privatentnahme bzw. Einlage zu tun? Danach geht es dann ins nächste Themengebiet und das ist die Unternehmensfinanzierung. Also was für Finanzierungsformen habe ich denn als Unternehmen? Wie komme ich denn dann zum Beispiel an Geld ran? Und was ist dann bei diesen Finanzierungsarten, da gibt es nämlich verschiedene, zu beachten? Und dabei geht man ganz genau in das Thema Kredite rein und lernt da alle Buchungssätze, die es rund um das Thema gibt. Und natürlich gibt es auch das Leasing und damit befasst man sich auch hierbei. Übrigens, kleiner Tipp, dann gibt es auch meist eine Ex. Und dann der ein oder andere Lehrer macht dann das Factoring ganz kurz, aber die meisten machen es am Ende des Jahres. Als nächster Themenblock kommt dann der gute Anlagenbereich. Also zum Beispiel Kauf von Sachanlagen. Was habe ich dabei zu beachten? Weil da gibt es immer das Thema der Anschaffungskosten. Was sind denn Anschaffungskosten und was eben nicht? Und wie buche ich das Ganze? Dann auch geringe Wirtschaftsgüter. Also was habe ich dabei zu beachten? Wann ist das überhaupt eins? Und wie buche ich das? Und wenn ich dann erfahren habe, ja, wie ich das Ganze anschaffe und das dementsprechend buche, lernst du auch, wie man das Ganze abzuschreiben hat. Weil Sachanlagen verlieren über die Jahre an Wert und das muss man buchhalterisch erfassen. Dementsprechend lernst du dann auch kurz die Investitionsrechnung, weil du musst dir ja überlegen, welche Maschine kaufe ich. Und dafür, wenn es verschiedene Angebote gibt, gibt es die Investitionsrechnung zum Beispiel. Und dann gibt es so ein kleines Geplänkel, also Versicherung, Reparaturen und Miete. Wie buche ich das? Wenn der Anlagenbereich dann durch ist, geht man über in die Kapitalanlage. Also in dem Jahr hast du schon gelernt, wie bekomme ich Geld? Jetzt lernst du aber in dem Kapitel, wie kann ich Geld investieren? Also was für Kapitalanlagen gibt es überhaupt? Und wie investiere ich als Privatperson, aber auch als Unternehmen? Und da geht man ganz genau in das Thema Aktien rein. Aktienkauf, Aktienverkauf, was ist die Börse und so weiter. Und dementsprechend lernst du diesbezüglich auch alles über deren Buchungen. Und zu guter Letzt lernst du dann noch alles über, ja, einwandfreie Forderungen, zweifelhafte Forderungen, uneinbringliche Forderungen. Also wenn dir ein Kunde Geld schuldet, was mache ich dann damit? Wie bewerte ich das Ganze und wie habe ich das Ganze zu buchen, falls es zum Beispiel pleite geht und ich keinen Cent wiederbekomme? Und dann, eben wie schon versprochen, kommt ganz zum Schluss das Thema Factoring. Also das erwartet dich alles in der 9. Klasse. Und wenn du jetzt halt noch für die 10. Klasse vorauslernen möchtest, auch Videos auf meinem Kanal, ziehst dir rein.